Gambar. Ist Bracket schon fertig? Kann man 7 und so? Nö. Bracket. Muss ich noch. Ja, keine Eile. Wir warten ja auch noch. Nee, ich werde es auch nicht alleine machen. Ja. Let's go.
Yo! Let's go! Erst live alles übertragen, sonst hinten. Aber live auf dem sind schon drei Zuschauer da. Jawohl. Hä? Deine eigenen am besten wegen Corona auch. Das ist glaube ich nicht so schlau. Aufkabel habe ich nicht dabei. Pausiert eure Jetzt erstmal selber retweeten, was ich gerade geschrieben habe. Ich hab
Funktionieren. Ja. So funktioniert das jetzt nicht. Das hat immer so ein Gelände. By the way, hallo Zuschauer. Pausiert eure Zahlungen! Natürlich Vorzeige von uns. Scheiße, Mann. Vielleicht muss ich wegkommen. Ja, aber der weißt du, wo ich Steve gesehen habe? Das war das Allergeilste. Das war mein der Mitmonat meiner Freundin, der auch sagen noch zu Hause kommt. Das ist so ein geiler Japaner, der arbeitet im Kaffeeladen. Und auf einmal ist so, kommt so sein Assistent an und so, hey, hier, wie geht denn dein Kaffee? Und ich war so, fuck, warum hat er so meinen Namen weitergegeben? Und ich gucke ihn an, der ist da noch. Wenn dir nicht so wird, der Assistent. Ich muss nicht mehr bezahlen. Hab ich doch schon, du musst einen. Ja, du musst aber den Test vorzeigen. Ja, ja, dann müssen wir den Test. Test! Achso, vorzeigen. Ja, warum hast du dich überhaupt reingelassen, oder Test? Ja, ja. Weil ich darauf vertraue, dass ihr. Ja, ja. Ja. Ich bin nicht
Oh, was geht da ran, Boy? Habe ich ja noch viel. Marley. Marley ist gut bekommen. Okay. Ah ja, dann fehlt nur Steve und Ophis. Weißt du, was von Ophis? Nee. Der hat ja nur geschrieben, dass er kommt anscheinend. Okay. Ich meinte es früher. Okay, okay, okay. Du
Steve kannst du rausschmeißen. Und Office, dem schreibe ich jetzt mal. Wenn der nicht antwortet, dann rufe ich ihn auch an. Ja, da kann man einfach rumschieben, ne? Ja. Dieser C-Generator ist doch ein bisschen umständlich. Charon, dann Schwarzling, oder? Würde ich auch sagen, ja. Der hat die letzten Male richtig gespielt. Dann gut. Wahrscheinlich ich, dann Geldjunge. Oh, Banane. Bananos. Third. Third. Miles vielleicht. Wie viel Ofis? Ofis über Miles, ja. Und was mit Shuttle? Miles. Ne, Sojaboy über Miles, glaube ich. Und dann so ungefähr. Okay. Mali über Jump vielleicht noch? Ne, das ist eigentlich egal. Eigentlich so. Ich weiß aber, können wir mal beim letzten gucken, wie Mali da. Ne, Mali hat, glaube ich, beide 2-0. Okay, dann passt. Ist ja eh dann egal. Okay. Officer, der kommt gleich. Nee, auch noch nicht. Willkommen, ich bin wieder euer Host Konami Boy auf Twitter. Kannst du das Racket kurz sagen? Ja, denkt wieder dran, ein bisschen ruhig sein, vor allem wenn ihr draußen steht, wegen den Nachbarn. Und heute wieder keine Crews. Oder vielleicht Flüster-Crews, mal gucken.
Ja, erste Runde. Wir haben nur 5 erste Runden. Wir haben ziemlich viele Buys heute. Soyboy gegen Miles. Geldmann gegen Banana Marmelada. Ofis gegen Juggle. Ja, ihr seid schon eine Runde weiter quasi. Ofis gegen Juggle. Und Third gegen Marley. Viel Spaß. Übrigens, das krasse Sturm war, man sagt 80er Jahre Sturm, deswegen passt es nicht so Alles ist best of five. Alles ist best of five. Dann wahrscheinlich muss. Gehört oder mal in Thank you.
Thank you.
Hallo. Hallo? Jo. Ah, nee, ja, noch eins. Ja, wie viel hast du gespielt? Dann machst du gegen... Das Matchup ist fucking easy. Frozen. Oh shit. Okay. Und Oma gegen Thrawford. Oh! Gegen Juggle. Ja, hast du noch gebeit heute? Hä? Wer hat denn noch gebeit heute? Wie meinst du? Ja, wer ist auch noch nicht gekommen? Sollten erst 14 sein, ne? Jetzt sind's. Baumwolle. 13? Baumwolle. Ja. 13, ne? Eventer gegen Frozen Knight. Ich muss auf die von Karan machen, also was aber meint. Thank you.
Wie sieht das Bracket aus? Ah ja. Was gegen Cyber Miles. Oh, krankes Seeding. Ich muss gegen Geldmann in den Seeding. Ja, ist ja heftig. Weniger, aber dafür stackt. Ich glaube, das sind nicht die Matches. Ich habe gewonnen 3-2 gegen. Dann yes. Musst du gegen Arthur. Na klar, ist ja gerade nichts.
Ja, du bist halt nicht gesubbt, Dennis. Tja. Was geht ab? Und alle Platten weggebracht. Ach so, oh mein Gott. So, ich glaube besser, ne? Hab nicht auf Speichern gedrückt. Sorry. Also ich hab's erreicht. Was? Ja. Du musst gegen Miles. Oh shit, Trust. Ja, Steve kann doch nicht. Hat kurzfristig abgesagt. Ich
muss sagen, ich habe nie so gegen bei Fox so dieses Gefühl gehabt, dass Fox so ein richtig lamer Charakter ist. Aber Marv ist schon echt lame. Das kann man nicht anders sagen. Ja, Marv ist halt eine andere Art von Spielen. Ist halt diese Reichweite ist halt extrem. Ja, ja, und es ist auch so, es ist so das Gefloate und so. Aber Cyber hält das schon. Guter Jump Read, aber bei so wenig Prozent und so einem Weak Up Air, dann bist du eher in Disadvantage sogar on Hit. Ich dachte, er hätte nochmal Down Air. Einfach Down Smash, einfach reingemöbelt. Ich muss gegen Kerl. Sagt der Mars-Spieler. Ich darf noch warten. Ja, ja. War ich überfokussiert oder was? Ich glaube schon. Aber ist ja egal, ich spiele die eh. Eigentlich gibt es genug Data Points, um den Seed genau festzustellen. Ihr spielt echt immer, ne? Nee? Ich hab die nicht dauernd auf meinem Turnier. Ja, das letzte Mal. Wer war das denn nochmal? Irgendwie zwei Leute sind immer. Hab ich mich jedes Mal getroffen. Warum das geht? Das geht auch bei euch. Das Leben ist gut. Weißt du, wie nice es ist, 0-2 zu spielen? Du bist einfach um 8 Uhr fertig mit deinem Turnier. Das ist so geil. Chillen. Ich hätte so Bock da drauf. Du kannst jetzt einfach so hier so rumlaufen. Genau. So. Ja? Das ist einfach sick. Du kannst einfach Pide holen. Genau, du kannst. Wollen wir spielen? Sollen wir schon Jonas Semi spielen? Ich glaube, die anderen spielen auch schon. Ja, ihr könnt ja so. Und das ist ja die ganze Zeit überhaupt keiner am Stream oder was? Doch, gerade eben war ja. Wir machen das fürs Archiv. Das ist Joe Stream heute nicht. Ja, die können eigentlich danach auch. Wir haben ja schon angefangen. Ich hätte Lust auf Doubles. Später. Ja. Ich würde mir dann vielleicht einen Pizza, falls mich jemand so fragt. Dann dir. Wie ist das auf so geilen Turnieren? Ist der Stream da quasi so an den Schedule angepasst? Wäre es nicht mega sick, jedem Spieler einfach so einen QR-Code am Handy zu geben und dann so an jedem Setup kann man sich so einloggen und dann ist es so dein Setup und da kann man... Ja, das könnte ich eigentlich auch. Das ist halt viel Hardware, ne? Aber ja, man kann das ja auch mit einem NFC-Chip machen. Ja, oder so. Dass man halt so eine Art Display, da kann man auch direkt eintragen, weil es eine LTG ist. Musst du halt ein Display an jedem Setup haben, ne? Das ist halt ätzend. Das ist ja zum Teil irgendwie hunderte Setups. Ne? Ja, obwohl, das ist halt ein Raspberry Pi. Ja, stimmt auch. Geht eigentlich klar, ne? Mit einem Touchscreen oder sowas. Da kann man halt alles eingeben, wenn man halt so gut mit der Smashy API. So, jetzt kommen noch hier die ersten spannenden Matches on stream. Der Junge des Geldes, prominent, ihr kennt ihn aus der Netflix-Serie mit den Spaniern und der Bank. Von einem SP. Und der Präsident, kein richtiger SP. Nee, der hat Ledge Dash. Ah ja, aber Under Pressure, das ist kein richtiger SP. Ja. Aber es stimmt, für Karon ist nicht. Du hast meine Introduction interrupted. King. Mr. Fahrradpräsident himself. Gott der Unterwelt. Vater. Und 50-facher Weekly-Gewinner. Genau. Weekly Goat. Oh, Sickerschein. No, warum? Warum schmeißt du es weg? Jetzt erstmal warten. Er geht mit seinen Stocks um wie mit seinem Geld. Wird einfach investiert. Nichts auf die Bank. Karon ist der Fährmann, nicht der Gott. Okay, das ist Jenny habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, wer das ist. Wer Jenny Prenzlberg? Also der Bachelor himself, Mann.
Sick. Congrats nochmal, Dennis. Super sick. Ah, Dennis, ich glaube, du kriegst jetzt keine Werbung mehr. Ich hab dich ge-VIP'd. You're welcome. Du verdienst uns kein Geld mehr jetzt. Bitte, bitte. Wie ist das eben überhaupt? Das ist dumm. Ich wollte eben, fand ich das cool. Ich bin immer für den Underdog, aus Prinzip. Ich wollte das Geldjunge einfach mal ein erstes Game holen, damit es hier spannend wird. Oh, let's go! Oh, no! Sicker Side-B. Und jetzt ist er tot. Guck dir das an. Charon, der Exekutor. Ab, ja. Never mind. Ah, catch up. Lol, der Down Smash. When in doubt. Lol. Living. Oh, what? No. Yes. Schön. Nein, nicht schön. Come back. Oh, Geld, Junge, mit den Gangles. Okay. Okay. Let's go. 124. Yes. Der Dash Attack über die gesamte Stage. Und da ist der Dampf. Nice. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Weekly, wo Konati noch in Japan ist. So, das sind ja so die Leute, die da sind. Aus der Ära. Außer Geldjunge, der war halt nie da. Aber es ist so, du hast hier so Games wie Banane gegen Ophis und so. Obwohl Dennis fehlt. Ja, aber das stimmt. Aber hat er manchmal da auch, wenn es rough ist. Wir alle werden vermisst. Ah, stimmt. Okay. Das ist schade, ein bisschen. Gemeins. Direkt zurück. Direkt zurück. Auf die Geldstage. Du machst nur Spiel. Was meinst du? Ich hab gehört, du musst kurz gefragt, ob er mitmacht. Achso, okay. Ich war selber spielen. Leider nicht. Aber ich habe jetzt letztens was richtig Geiles gemacht. Ich baue mir gerade eine neue Tastatur. Ja, hab ich gesehen. Sehr sick. Und ich habe halt meine Switches gebucht. Das ist so geil. Okay, jeder will über seine Tastatur reden. Ich bin großer Tastaturfan. Erzähl mal über deine Tastatur. Ich habe mir also eine Tastatur, weil ich Einsteiger für 200 Euro die Skullse mit PCB. 200 Euro? Ja. Es geht viel krasser. Also. Natürlich. Und halt mit so einem Switches. Was für Switches? Glorious Panda Switches. Oh, Panda Switches. Dann weißt du, dass die geil. Profis. Die sind richtig geil, vor allem geloopt. Weg von ist einfach. Geloopt. Schmack. Keine Cherry. Okay. Sag was zu deinem Farbschema, zu deinem Konzept. Rechtfertige dich, weil ich habe gesehen, sie ist weiß. Nee, Minzfarben. Minzfarben? Ich bin nicht so gut mit Farben. Okay, sick. Uhu. Also Minzfarben, das kann bei mir richtig. Ja, nee, ich will nur. Nur zu spielen, weißt du, das Game ist eine ziemliche Zerstörung und wir gucken uns das jetzt hier an. Aber jetzt kannst du wieder über die Tastatur reden. Oh, ich dachte, er macht Downer. Minzfarben, Panda, gibt's irgendwelche Features? Hast du so ein Rädchen? Ja, ein Rädchen. Ein Rädchen, sick. Ich bin sehr zufrieden mit ich habe die WASD Keyboard. Das Case und habe irgendwann mal mir ein auf Candy Keys so ein Set geholt, das Classic Mac OS Keyset. Weil ich auf dem Mac arbeite und das ist meine Arbeitstastatur. Und finde ich richtig geil, sieht richtig schick aus, hübsch, invertiertes Bassbar. Ich habe noch nie so richtig auf Mac gearbeitet. Ich wurde gezwungen durch meinen Job. Es ist total gut. Das MacBook ist einfach der beste Laptop, den man haben kann. Das OS ist jetzt nicht geil, aber Windows ist auch nicht geil. Insofern. Ja, Linux ist eigentlich das Beste. Ja, aber eigentlich ist das Beste noch Linux. Ändert ja nichts. Ja, ist es. Außer du willst irgendwas machen. Außer es ist irgendwas wie ein Programm benutzen. Dann ist das überhaupt nicht das Beste. Obwohl neuerdings gibt es halt Emulationen relativ gut. Ja, aber ist dann halt. Ne? Kann niemals so optimal sein. Oh, das ist so. Ich glaube, bei Spielen ist es sogar besser manchmal als. Weil Windows halt so viele Hintergrundprogramme hat. Stimmt, aber hat, also laufen Spiele besser auf Linux? Ich glaube, jetzt schon besser. Servus. Oh, da ist der Ausgleich. Wir können das reporten. Ja, Charon ist zwar jetzt noch hinten gelegen und jetzt hat er Ausgleich. Ach, hier. Ja. Und es war 3-0 für mich. Oh. I don't know. Frozen.
kein Stroh auf diesem Stream. Okay, das Game ist even. Oh, oh, oh! Naja, das war. Er hätte diese Edge Cancel Back Air into Shine machen müssen, von der ihm vorhin erzählt hat. Oh! Das sah aus wie Paldown, ja. Jetzt. Ja, da ist es. In Szene die von dem Geld. Nein! In Szene ist die. Oh! Sind die einfach Homies? Und der unglückliche SD gleich dahinter. Punish den Homies, Doc. Yes, schön. Richtig geil. Kommst du Geldjunge auf dem Board? Yes, Alter? Oh, Geldjunge! Oh, der nicht fucking Galint abtilt. Kein Goldjunge. 5 ABRs. Ja, ne? Cool, Sank. Ohne ein MT. Oh, MT. Oh, 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 schön, 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 schön. Yes? Muss no. Sammy. Ja, Sammy. Ja, Sammy. Sammy. Marius. Marius eigentlich. Ach so. Okay. Ja, klar. Hitman hat die letzten Wochen wesentlich schlechter platziert. Okay, Living. Und als let's go. Come on. Er war da, glaube ich, schlechter oder so. Oh, das ist der Mango Dash. Nein. Ich finde ihn auch besser als mich, aber er hat einfach schlechter platziert in der Zeit. Ich finde dich besser. Danke. Ich habe drin gelegt. Sick. Wir fallen übrigens nur 3-0. Ich habe schon mal den Pizza verzögert. Gegen Soja, ne? Achso, wie? Gegen Thais. Ich habe 3-0. Soja, okay, du machst gegen Ofus. Ich muss gegen wen? Gegen Geldmann, nee, Ofus. Also bespielst du oder? Meine Pizza ist in so 5 Minuten fertig. Also entweder. Also unser Bracket ist fertig. Ich weiß nicht, was die Uhr sagt. Das können wir erwarten. Roten. Ich will das Bracket nicht aufhalten. Ja, ja, aber es ist ja auch nicht so viel. Ja, ich denke, das ist richtig. Was ist die Meinung der Theos? Frag mal Frozen. Sean Wayne ist im Chat und das Einzige, was er sagt, ist, sich über die Kapitalisten aufregen. Ich liebe es. Moin, Sam, du wirst sehr vermisst. 200 € für eine Tastatur ist noch im mittleren bis unteren Ende, wenn du auf reddit.com/mechanical-keyboards rumläufst. Dann ist 200 Einsteiger. Genau, dann gibt es so. Jenny Prinzelberg im Chat, Alter. Shoutouts. Im Chat, Mann. Im Chat. Glückwunsch für den bestandenen Bachelor, Alter. Das ist absolut gästig. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Daumen absolut gelitten für meinen Bachelor, Alter. Das ist wirklich respectable. Einfach sick. Maxi kriegt ein pinkes Herz, wie er es verdient hat. Wir müssen übrigens demnächst, wir lassen jetzt mal rüberspielen. Stell dir vor, du bist nicht da und trotzdem finden alle im Stream dich cool. Das Gegenteil von Parasocial Relationships. Das ist alle im Stream finden dich super. Das ist einfach Zuschauerliebe. Das ist einfach so. 30.000 Leute und alle so. By the way, Dennis, du musst mal bei deinen OBS-Einstellungen nachgucken, weil bei dir ist es halt immer so, dass der Stream richtig verzögert ist. Meine Pizza zu holen. Alter, auf your office. Du bist nicht annähernd hoch genug gesiedelt, um solche OBS zu machen. Aber ja, welches? Welche? Was hast du für eine? Ich kann nicht hinlaufen und sagen, die Pizza bitte. Jetzt sind es eigentlich auch nur so 2 Minuten. Also Chat, wenn jemand von euch kurz losfahren könnte. Dennis, du wohnst doch nicht so weit Dennis, weg. Kurz die Pizza für Office. Ist schon ein Stück, Alter. Die muss kurz aus dem Office. Was hast du dir für eine Pizza bestellt? Vegetarier. Alter, Vegetarier. Solid Choice und wahrscheinlich eine der wenigen vegetarischen Choices bei dem Pizzamann. Geht schon, wir haben ja so einigermaßen Auswahl, aber die gucken einen immer sofort so an, was man bestellen will, dass man überhaupt nicht gucken kann. Neben der Tür hängt bei denen so ein Poster, dass sie vegane Optionen haben. Ja, kann man bestellen. Finde ich eigentlich ganz fortschrittlich, wenn du Charlottenburger Döner muss adapten an den Markt. Dann spucken die halt mal nicht rein. Genau, keine Menschenspucke. Ja. Ja, ja, mach mal. Keine Eile. By the way, hast du schon mal Rivals of Ether gesehen? Das hat jetzt Rollback. Ja, ich hab schon mal Rivals of Ether gesehen. Ich finde es auch ganz süß, sieht schön aus. Rollback? Sollen wir noch spielen? Sollen wir hier spielen? Kann ich ja runterladen. Lokal können wir ganz Rollback ausnutzen. Können wir ganz den Teleporter. Da hat keiner was von.
Döner noch Spucke. Döner ohne Spucke. Ekelhaft. Ekelhaft, ja. Weird. Das ist keine Berliner, kein Berliner Döner dann mehr. Nee. Das ist quasi die implizite vierte Soße. Jeder Döner bietet immer an. Das ist halt Kräuter, Knoblauch, Schaf und Spucke. Das ist halt deine Vaccine. Sein Vaccine, genau. Du brauchst es jetzt mehr denn je, wenn dein Immunsystem im Keller ist. Mehr Döner essen. Irgendwie Kaplan hatte das doch gehabt, dass man, wenn man hier bei denen geimpft wird, dass man einen Döner gratis bekommt. Ja, das habe ich auch gesehen. Wenn das die Hürde war, dass du nicht geimpft wurdest, dann hast du richtig gut verdient. Wieso habe ich mich so früh geimpft? Ja, das ist dumm, das stimmt. Hättest du wissen, eigentlich musst du noch hodeln. Den Nicht-Vaccination-Status hodeln. Einfach noch mehr rein. Noch warten, noch warten. Irgendwann gibt es noch Autos. Gibt es umsonst was geschenkt. Das sind also die nicht. Aber ich spuck nicht in meinen Döner. Was ich mache, ist, ich rolle mein Dürüm so wie so ein Joint und lecke dann die Kante und damit es besser klebt. Und brenne vorne das Stück ab. Ja, ne? Alle paar Wochen ist okay, aber jede Woche. Luis Bamboni ist da. Sean Wayne, warum bist du im Chat und nicht im Weekly? Das ist meine Frage. Wann warst du überhaupt das letzte Mal beim Weekly? Jemand könnte ja hierher kommen. Weißt du? Bist du umgezogen? Ja, hast du eine bessere Ausrede? Team Schwiffy wäre halt auch wieder geil. Genau, wo ist Michael? Team Beschwipsi? Was ist hier los? Was ist neu? Ich hab Bock zu spielen, ey. Das ist ja auch ein bisschen teil. Sollen wir so lange auf dem Stream spielen? Nee. Hä? Da hinten. Okay, Exhibition Match. Doch, ich muss gegen Juggle. Ich darf nur B-Moves benutzen. Hier sehen wir einen Jonas, einen Chic-Main. Achso, du bist ja da. Was hast du fertig gekriegt? Hast du schon gegessen? Oder? Ich hab schon aufgegessen. What the fuck? Ich hab ein Stück gegessen. Okay. Ja. Ich habe mal einen Kuchen probiert. In der Exzellenz.
Kannst du holen? Ich glaube, stimmt. Ist immer Ruhe. Trotzdem nach. Kannst auch im Partykeller trinken. Zeigen, was ich mit meinem Kabel gemacht habe. Ich habe wenig gutes Kabel. Nee, mit dem Computer? Mit dem Computer. Nein, das ist ja ein Ding. Das sah so aus wie hier noch schlimmer. Und jetzt sieht man ja nichts. Gar nichts. Wenn ich noch mein wenn ich noch den Bluetooth-Tastatur habe, ne? Mein Bluetooth-Maus. Hast du auch irgendwas geändert im Computer? Ich habe nichts hier. Hast du irgendwie neue Prozessoren angeschlossen? Alle Lore, die nicht, dass ich so schnell und nicht verletzt bin. Hast du den Drucker falsch angeschlossen? Drucker ist super. Da muss ich mal zeigen, das ist wirklich fantastisch. Da geht ein Kabel runter, ein Strangkabel. Das muss ich mir mal zeigen, das muss ich mal zeigen. Ich habe jetzt schon einen Orgasmus hier. Vom Organisieren bekommt man Orgasmus. Ein Organismus. Ein Organismus hier. Da habe ich in der Biologieunterricht von Ihrer Organismus. Da habe ich schon mal gelacht, wenn die Lehrerin Organismus hier hatte. Ja? Hat da jemand so viel organisiert? Ich kann mich erinnern, damals in der Biologieunterricht, habe ich gelacht, da hat die Lehrerin erzählt von der Überaugenwulst. Von der Urmenschen. Die hatten eine Überaugenwulst. Einen dicken Wulst. Einen Wulst. Und das fand ich lustig. Einen richtig fetten Wulst. Das war so dick. Machst du das Mikro ein bisschen lauter, damit der Chat das auch hören kann? Ich finde das auf jeden Fall super. Das ist hier schon droht manchmal, das ist schlecht. Also ich finde das super. Ich glaube, wir reden hier zu leise, Coach. Dass wir das längste Matchup der Geschichte von Melee ankicken dürfen. Das finde ich toll. Das ist so klasse. Obwohl, wenn Youngling geistig wäre. R steht da. Ich glaube, R steht für die Kathedrale von Coach. Ich R? Ach so. Ich dachte R. 3RD spielt gegen den Opus. Nee, da steht doch ein R über den Grünen. Oder ist dann eine A? 3. Nein, B. R. Vielleicht spielt er auf Liga Versus und setzt sein Ulti an. Ach, das kann sein. Das ist auf jeden Fall ein Kopf an Kopf. So wie damals der Schubi. Die siebte Weltmeisterschaft gewonnen hat, den Ferrari. Kaum ist Dennis nicht mehr da. Ich glaube, das war aber schon im Mercedes. Dann hat den Mercedes gefahren. Der hat eine Championship, hat er den Mercedes gefahren. Als er einmal die Champions League gefahren ist, ja. Mit dem Champion Mercedes. Das musst du mal überlegen, gegen den FC Bayern München auf dem Hockenheimring. Das ist Wahnsinn, was der hat abgezogen hat gegen die Red Flums. Gegen den Ballack. Überholt jeden. Der Ballack war, glaube ich, in der Renault. Der Ballack war klasse. Der war klasse. Der Renault ist der super um die Kurven gefahren. Das super. Das war toll.
Also, wir können hier sehen, das ist immer noch ein sehr knappes Match. Die schenken sich nichts. Ja, so wie damals, als ich in Kölner Dom mit dem Pfarrer hier geredet habe. Und er gesagt hat, nein, aus der Kollekte nehmen wir nichts mehr raus heute. Habe ich mir auch gedacht, der gönnt mir ja nichts mehr. Das haben die Omis extra in der Klingelbeutel gebraucht. Ich habe mir gedacht, davon kaufst du dir heute Abend kein Bier. Das darfst du eh nicht trinken, das steht in der Bibel. Habe ich gesagt, Pfarrer. Zumindest in der Kölsche Bibel. Guck mal, Pfarrer, ich habe gesagt. Obwohl Kölsch ist auch kein Bier. In der Kölsche Bibel steht was anderes. In der Kölsche Bibel. Ich habe schon gesagt, dass der Pfarrer jeden Sonntag vor der Gottesdienst. Erstmal ein Bier. Das ist das jede, das stimmt. Ja, und ich hab gesagt, weißt du, zum Pfarrer, als er gesagt hat, da aus den Kollekten. Mensch, das war ja eine wirklich unfassbaren Bomben. Er trinkt und da hat er noch einen Schluck ausgetrunken. Ein Schluck war noch in der Flasche drin. Das sieht man besonders deutlich, weil das ist nicht so ein großes Glas. Das schmeckt es natürlich gleich in Kölsch. Aber damals, als ich dem Pfarrer gesagt habe, du, wenn du noch einmal sagst, dass ich hier nichts rausnehmen darf aus der Kollekte, ja, dann sage ich allen Bescheid, dass du der Oma Gertrud ständig in den Dekolleté reinguckst. Ich habe das genau Reihe. Gesehen. In der letzten Reihe sitzt die Oma Gertrud und du läufst da immer so schelmisch vorbei. Und wenn du deinen Klingelbeutel, dann kramt die immer erstmal ewig in ihrem Portemonnaie drinnen. Ja, und dann sehe ich natürlich, wo du hinguckst. Und so ungefähr ist das hier. Dass der junge Link ewig in den Geldbeutel gräbt, bis er die Bombe gefunden hat. Und die wirft er dann los auf den Pfarrer Jigglypuff. Oh, das war ja super! Das ist wie im Kölner Dom, wenn die Leute zum Gesang einstimmen. Da hat er ihn einfach runterfallen lassen. Das war wie die Kirchenlieder in den Dom. Ich sag ja immer, lass die Kirche im Dom. Aber den Kölner Dom in Köln. Da hat die Elfriede wieder was aus dem Geldbeutel. Jetzt hat es weggeworfen. Oh, da kommt schon wieder 5 Euro. Was die alles im Geldbeutel hat. Eine Boomerang, und 10er. Eine Bombe. Wahnsinn, das ist fantastisch, was die da hat. Der hat sogar eine Pfeil und Bogen. Oh, die Nähe, die killt vielleicht, aber doch nicht knapp. Das ist natürlich Haus an Haus rennen. Oh. Da ist er abgeboren. Wie der Schumi auf der letzten Zielgeraden. Und dann mit Vollgas in den Zielgeraden reingeschossen. Bitte Hookshot. Oh, er kann den Bomben von den Plattformen von der Seite nehmen. Oh! Was ist das denn? Die Rolle? Ja, der Rolle ist ja fantastisch. Das ist ein ganz tightes Teil, wenn man einen Bomben ziehen will. Wenn das man von der Ledge springt. Da hat der SSBM Niki hat davon auf Twitter neulich geredet. Ja? Dass du öfters mal ein Schild loslassen sollst und dann eine Panne machen. Ach super! Und das hatte Jigglypuff gerade gemacht. Der Puff. Bombenpuff. Der Bombenpuff. Ja, also langsam fehlen mir die Worte. Da hat er eben gepiekst. Was ich da noch zu diesem Match sagen soll. Von oben mitten rein gepiekst dann eigentlich. Ich meine, ich kann auch noch ein paar Geschichten vom Pfarrer Horst erzählen, aber ich glaube... Ich dachte, der hieß anders. Das ist hier... Oder hieß der Horst? Ja, ist halt einer von den Pfarrern. Ja, ist halt Der Priester. Ja, der Microsoft Office, der macht das ganz gut, ja. Ach, das ist super. Da, hatte den da ist er wieder in der Lead. Das hat er wieder überholt. Aber das wird. Der hat ein besser Lied. Aber das Kirchenlied hat er. Das wird nichts mit dem Timeout. Oh, nice. Oh, das Kirchen kommt nicht. Gute Tier. Gerade so. Gute Tier, sag ich da immer nur. Da musst du noch ein paar Mal die Nürnberger Rostbratwurst auf den Jigglypuff werfen. Bevor das killt. Natürlich, diese Rostbratwürste, die haben Pfiff, die haben Biss. Ja, das ist. Der Nürnberger Rostboomerang. Der kommt gleich raus. Da ist er. Klasse. Super. Oh, das geht vielleicht, oder?
Oh, da hat er sich selbst ausgetrickst. Er wollte halt auch mal einen draußen Plattfuß für sich haben. Ich will gerne wissen, was die anderen denken. Am besten nix. Am besten auch nicht viel. Oh Gott! Oh, das. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, übt schon für ein großes Turnier hier. Ja. Yeah. Oh shit, Jenny Prenzlberg mit den 5 Gift-Subs. Wann sind die gekommen? Das war wegen Konzis Geburtstag. Geburtstag, um halt diesen Emote Konzi zu machen. Oh, also vor 100 Jahren. Ja. Obwohl wir sind erst seit 2 Jahren Affiliate. Oder 3 Jahre? Ja gut, ich dachte jetzt nicht die 100 Jahre waren nicht so gemeint. Ja. Konzi hat, Dennis hatte ja letztens sein einjähriges, glaube ich, Affiliate. Oh, das sind alle vier Namen. Der professionelle Streamer. Oh, klasse, super. Ich möchte an der Stelle de Konati Boy gratulieren zu 1000 Followern auf Twitter. Wahnsinn, super. Da wollte ich ihm meine herzliche Gratulation aussprechen. 13 Monate. Hey, ich finde es beeindruckend, dass Dennis uns die ganze Zeit zuhört, obwohl wir hier wirklich nur Gülle aus unserem Mund raussprudeln lassen. Und das ist nicht klar, ob es am Match liegt oder an uns. Dennis, sind eigentlich, habt ihr jetzt alle Platten weggebracht? Achso, die Platten? Ja, hat er heute verschickt. Deswegen konnte er nicht kommen. Nice, Alter. Oh mein Gott, ich habe noch nie gesehen, wie Jigglypuff eine Bombe bringt. Die beiden sind aber auch wirklich stoisch am Werk hier. Oh, ich liebe diese großen Stages bei diesen Matchups. Ja, das ist der Hammer. Oh, der Pfeil! Verfehlt sein Ziel. Ah. Ja, kann ich verstehen. Aber herzlichen Glückwunsch. Oh, da kam er reingestochen. Ja, gute Verteidigung. Oh, schon wieder wirft er die Bomben, Alter. Aber der kann halt gar nicht werfen. Ja, ohne Spaß. Wirft wie so ein Dreijähriger. Ja, aber bei so einem kleinen Arm. Ja, ohne Spaß. Ey, das ist echt knapp, ey. Das könnten beide holen. Ich meine, macht ja auch Sinn. Ophis ist ja gewissermaßen ein Jigglypuff Youngling Duel Main und kennt sich dementsprechend auch aus. Ja. Mit allem, was Pummeluff so kann und auch nicht kann. Und das hilft auf jeden Fall in der Bewältigung, außer man macht sowas. Ja, und es gibt halt schon viele Daten. Hungry Box gegen Armada. Ja, ja, ja. Ich meine, die hat sich Third hoffentlich auch schon mal angeguckt. Ja. Oder geht das zum Netz? Aber das ist halt so Hit and Run. Gott, ist das ein gruseliges Matchup, ey. Für alle beide. Ich finde auch, Profis spielt deutlich zu aggressiv. Einfach nur Bombenpfeile. Er muss halt so wie Ultimate spielen. Ja, eigentlich schon, ja. Einen kleinen Wegrennen machen. Obwohl Ultimate spammt man hier nur näher. Diese näher. Ja. So, ich muss jetzt aber mal auf die Toilette. Ja. Viel Spaß noch in der Stream. Thank you.
Hey, was geht? Hier ist Hallboy. Ich hab grad gegen Banane verloren. 3-0. Close though. Ich bin noch gar nicht eingetragen hier. Weißt du schon, gegen wen du musst? Ja. Ja, Banane spielt Samus, genau. Losers Round 2. Okay, Opus und ich haben das gleiche Placement bekommen. Wir sind beide Neunter geworden, I guess. Boogie Woogies. Tut mir leid, der John muss jetzt sein auf dem Fernseher, kann man Pummel auf Dreamland saunisch erkennen. Ist viel zu hell. Ist schon sehr hell. Direkt der John jetzt wieder. Lol. Kannst du mich eintragen? Ach so, nee. 3-1 bitte. Wir hatten den ganzen. Habt ihr. War das alles Young Link? Ja. Erste Game hat er gewonnen, andere ich. Leute, was geht ab? Hier, ich bin hier am Mic. Wer ist ich? Ich weiß selber nicht. Was geht bei euch? Was geht im Chat? Oh, Dennis, ich glaube, dass du richtig platt bist, Alter. Einfach Bachelor-Verteidigung into arbeiten, into zu Hause rumhängen. Einfach komplett fertig sein, bestimmt. So, wir haben hier Geldmann. Gegenwart, ich habe noch nichts geupdatet. Toll, es bleibt mal wieder an mir hängen. Ganz klar. Toll. Geldmann hier. Oh Gott, wie funktioniert das hier alles? Ja, Geldmann hier mit einem starken Opening, mit einem starken Anfang, muss man sagen. Oh, und da der Rest. Ich habe nicht genau gesehen, wie er zustande gekommen ist, aber ich spiele heißes Feuer mal auf jeden. Ich habe gerade ein bisschen Geldmann mit meiner Pufffarm gespielt. Oh, echt? Erstmal 400 Mal gerestet und gesagt, bitte nicht overextenden so viel. Real OGs kennen noch meinen Puff. Oh, was? Side B. Ja, muss er eigentlich bekommen. Jan hier richtig am Abgehen. Geldmann gut in den Matchups, die er gut kennt, die er öfter spielt. Und immer wieder am Struggling gegen so Charaktere, gegen die man nicht oft spielt, wo man vielleicht nur ein, zwei Leute hat maximal, mit denen man das mal spielen kann. Ja, ich glaube, sein Neutral Game müsste Jan erstmal gar nicht verbessern, um Geldmann zu schlagen. Nee, Punish Game vorwiegend. Ganz viel Punish. Ein paar Mal öfter noch vielleicht nicht so aggressiv sein. So ein paar Mal öfter noch so ein Wave-Dashback-Grab, wie er es gerade da versucht hat, aber halt im richtigen Moment. Und dann good to go. Reaction-Tactics-Rest halt wichtig, ne? Muss man schon sagen. Ja. Ab und zu mal einfach gamblen, dass der Fox Tech in Place macht, weil es am schwersten zu covern ist. Und dann bei Low Percent ist das Risk-Reward super gut. Oh, nice. Oh, so viele F-Smashes. F-Smash, Up-Smash, F-Smash. Oh. Schön geschildert. Puff bei Lopez-Hand hat nicht so viele Options, um einen Fox mal in die Luft zu kriegen. Also ein Pound ist eine gute Option. Oh Gott. Edgeguards sind halt noch ein Ding, ne? Punishes, ja. Edgeguards extended von diesen Punishes auch
machen den Unterschied. So, kann er das covern? Nein. Wieder Geldjunge zurück, das macht gerade den Unterschied. Oh, kein Jab Reset. F-Throw. Oh lol. Oh Gott. Scrappy. Mom Spaghetti. Komm, mach Rollout. Spaghetti. Oh, nice. Da trifft er ihn. Das macht den Unterschied. Ich glaube auch gerne mal ein bisschen zu sehr am Fischen jetzt hier an der Stelle. Einfach eine solide Backer, so wie hier. Sehr gut, sehr stark. Ist das Coaching? Hört ihr mich? Ja, egal. Egal. Wir sind hier in Berlin. Irgendwo gibt es mehr Abschaum und Verkaufheit als in der Stadt. Oh! Was geht mir auch, das einzige Problem, was ich so sehe, ganz viel attackiert da, wo Puff gerade ist. Aber weil Puff so eine gute Air-Mobility hat, ist Puff dann in dem Moment schon wieder woanders oder hat einen Wave to Speck gemacht oder sonst wie ein Waveland. Er rollt und upsmash. Abo, Dr. Scooby 538, was geht ab? Oh, die Becke trifft stark. Geldmann hier. Score war auch nicht richtig. Aber jetzt. 1-0 für Geldmann. Siehst du nur? Ja, ist gut. Oh. 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 Texture's Rest. Ah, die Rolle kann man immer Texture's Resten. Die Rolle ist richtig einfach zu Texture's Resten. Das Problem ist nur, wenn man die Rolle erwartet und dann Tech and Place kommt, dann misst man es meistmal. Manchmal. Aber es ist worth it, weil du coverst 2 von 3 Options. Geldmann, Mann. Ja, Mann. Geldmann. Oh, oh, was für ein SDI auf die Stage Show. Wow, Geldmann. On fire. Ah, da lohnt sich auch mal ab und zu mal so ein F-Smash. Ich meine, Upsmash. Da hat es versucht. Geldmann for the win. Ja, Mann. For the win, Alter. Okay. Jan Third, der Dritte. Hier mit einer guten Showing momentan gegen den Favorit in diesem Matchup, glaube ich. Ich weiß nicht, wie deren Historie ist. Oh, schön Uptilt. Uptilt richtig bescheuert gut gegen Puff. Vor allen Dingen auch mal so ein Wavedash in Uptilt, wenn Puff in der Luft ist. Richtig gut, covert sehr viel, ist schnell weg, ist also schnell da, schnell draußen, schnell wieder eingepackt und da ist das Ding. Ja, super. Krasser Upsmash, by the way. Oh, schön. Get off me shine. Neutral resetten. Und das ist auch so ein Ding. Manchmal gegen Puff ist es einfach ganz gut, wenn man so einen Shine kriegt. Einfach Center Stage halten. Puff will in dich rein. Puff hat ein Defizit. Und wenn Puff dich aber cross-upt und du auf einmal gegen Puff in der Corner bist, oh, dann hat Puff aber so viel Spiel. Kann Wave Dash Back machen, kann Drift Back auf Bears machen, bis man dann wieder reinkommt. Kann schwer sein. Aber Geldjunge, Geldmann spielt das sehr gut. Oder? Was sagst du? Okay, wir müssen sehen. Ich bin ein bisschen zu langsam in meinem Kopf, um diese majestätischen Bewegungen alles zu verstehen, aber... Oh! Das Mickey Habit. Wave Dash out of shield, upsmash. Richtig stark. Aber es ist halt ein gutes Habit, das war jetzt gar nicht. Niki, falls du zuschaust, das war nicht böse gemeint. Das ist ein gutes Habit. Das ist schwer zu besiegen. Wenn man nicht weiß, was man dagegen machen soll. Und das war in dem Moment der Fall. Wieder Uptilt, da siehst du Wavedash in Uptilt, richtig stark. Oh, das ist nicht der Kill. Oh, bei den Prozenten. Oh. Oh! Also schön, er kann nicht resten, er stirbt. Oh, das ist der Stalk noch. Oh, doch nicht. Gutes DI. Gute DI. Oh Gott. Oh Gott, scary. Das war ein guter Edgeguard. Das war ein guter Edgeguard und das ist scary. Ein. Oh mein Gott! Das hätte nicht gekillt. Das killt aber. Nice. Genauso ging Game 1 auch zu Ende. Der Pound wurde geschildet und dann Backer out of shield ist sehr gut. Also Pound zu shielden und man hat ewig Zeit. Ewig Zeit zu punishen, ewig Zeit zu covern. 2-0 für Geldmann an diesen Stern. Und wir haben die Geldmann-Fans hier im Chat. Lost Hero 64 mit dem
Abo gestört. Lass dich mal wieder blicken. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Lange nichts voneinander gehört. Oh, das ist der Stu. Hallo, da hat ein Rest angerufen. Oh, Jab Up Smash. Da fehlt die Smash DI nach oben, oder? Away von Puff. Ist aber auch ein guter Confirm einfach. Man hat Puff kurz gelockt. Und dann ist das Ding vorbei. Oh. Nächste Woche, alles klar. Cool. Schöne Backers, das wünsche ich mir mehr. Oh, vielleicht eine Backer lieber? Du hast auf jeden Fall nice Emotes dazu bekommen mit deinem Sub. Du hast Berlin 13 Cell, Berlin 13 Atze, Berlin 13 Hype in den Chat. Berlin 13 Cell. Das hoffe ich, ist heute keiner. Und Berlin 13 Atze. Richtig. Geile Emotes hier. Drei Emotes haben wir. Und jeder Sub bringt uns ein Emote näher. 13 Coins. Könnt ihr auch verdienen. Nice, Berlin 13 Atze. Es ist totgleich. Die Dash Attack bringt den Lead für Jan. Jan the Third. Third, wie auch ihn seine Freundin nennen. Jan Third, wie seine Großeltern ihn nennen. Jan Third von Schiller. Oh mein Gott! Was für ein Tech Chase mit dem Grab auf den Pound. Starke Action. Das ist es vielleicht. Hätte man sich trauen können. Wäre ein guter Trade geworden, prozentweise. Hätte eventuell auch killen können. Aber natürlich auch in Ordnung hier zu traden. Aber nicht, dass das ihn teuer zu stehen kommt. Oh. Oh. Oh mein Gott. Gymnasium Kostinen. Ganz. Oh. Oh, der Edgeguard klappt noch nicht ganz. Oh, das wird nochmal knapp hier. Fox kann jederzeit die ganze Umdreh. Schiller-Gymnasium. Ja, so wie seine Freundin auch nennen. Schiller-Gymnasium. Einfach nur Schiller-Gymnasium. Und auch meistens sehr laut geschrien. Oh, oh, es ist alles möglich. Guter Snap an die Ledge. Wow, weiß nicht, bewusst, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nice. Da nicht offstage. Oh, oh. Attack das. Jede Backer könnte es sein. Und das ist es. Zwei. Ants. Alles gut, hier ist Arthur. Karon. So, zwei Ants und wir sind auf Yoshis. Eine gute Stage für Fox an sich, aber hat auch tatsächlich so einen kleinen Charme für Puff, so wie diese... Oh, was? Warum keine Lasers? Oh, mit Laser hätte das gekillt. Na gut. Und so sieht das aus, wenn man immer ein... Außer das A. Das Erze. Ein helfende Erze. Servus. Oh. Ja, und das meine ich mit dieser Stage. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Kleine Stages. An sich auf dem Papier ist das richtig hier, ne? Aber, ja, ich habe schon eh überlegt, ob ich einen neuen Tag. Ich brauche einen neuen Tag. Sowieso. Aber ich traue mich nicht. Das ist so wie, umziehen. Wenn man hat eine solide Wohnung, können wir was Niceres haben. Aber im Endeffekt bleibt man einfach da, wo man ist. Da ist einfach viel Aufwand. Oh, das war ein Rest. Das war ein Rest. Das war so ein... Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, da gibt es jetzt jemanden auf Unranked, ne? Und der hat einfach meinen Namen geklaut. Das ist richtig scheiße. Und ständig schreiben mir Leute, ich habe Karum 2030 in Unranked. Der ist so... Ist der das? Der ist überhaupt nicht gut, Alter. Der Fährmann, ja, es muss halt so international sein, weißt du? Das Leffen nicht fünfmal sagt Charon, Schmarren, Farren, Marin, weißt du? Irgendwie so irgendwas, was leicht auszusprechen ist. Ich habe schon überlegt, mich in Car on. Literally. Ja.
The Cyclist oder so. Einfach so einen bescheuerten Tag. Oder Cycles. Gibt's jemanden, der Cycles heißt? Ist gar kein schlechter Tag. Magic Bike. Ich komme auf dem Fahrrad auf den Junggesellenabschied. Oh, das könnte ein Stock sein. Ich bin immer noch nicht zu dem Punkt gekommen, den ich sagen wollte. Kleine Stages. Manchmal. Auf dem Papier gut, aber der Charakter, der ein gutes Punish-Game hat, hat hier so viele Options. Und Texture's Rest ist so easy hier auf dieser Stage. Weil man nicht viel Distanz nach oben traveln muss. Dementsprechend sieht das hier ganz gut aus. Close Games, even, aber gilt man mit dem Lead davor. Magic Bike. Ja. Was könnte ich? Ja, das wäre natürlich eine Überlegung. Irgendwann mal. Ich meine, Konsti macht das jetzt anscheinend auch. Oh mein Gott, schade. Oh, diese Drills, ich weiß. Oh, das war ein Rest out of Shield. Oh, gut, dass er den Check gekriegt hat. Und das ist es. Oh mein Gott, ich glaube, er hat ihn runtergeschubst. Weil Jan hat geschildet. Und ich glaube, der Shield wurde dann kurz weggemacht durch den Runterschubser. Heftig. 3-1. Gutes Game an dieser Stelle. Geldmann kommt damit in das Losers-Semifinale, wo er auf den Gewinner von Banana Marmelade oder Shortstream treffen wird. Also Third am 5. Platz raus, aber ein gutes Showing heute. Ja? Ja, ich hab Bock. So, ich muss jetzt spulen. Er ist ja kein Junge mehr, sondern ein Mann. Deswegen ist er jetzt Geldmann. Ist halt jetzt über 18, deswegen heißt er jetzt Geldmann. Thank you.
leider keine. Ich bin auch hier. Das ist ein ASMR-Kommentar. Das ist ein ASMR-Kommentar. Oh, das ist krass. Aus wie ein Clip. Fruzy war früher Frozen Light 1337.
Vielleicht kannst du über den. Oh, Julian, was geht ab? Ja, er hat sich weiterentwickelt. Er hat genug Geld gehabt, um sich weiter zu entwickeln zu Geld machen. Thank you.
Wenn ihr Sterni-Mode haben möchtet, subt Jenny Prenzelberg. Und dann Jenny P6 Kühlschrank. Oder genug Kanalgüte. Das geht auch. Oh. Ich glaube, das war Tuffkopf, so wie der Sub-Jeden. Oh, oh!
beide gescheint, aber der erste Schein hat immer nicht getroffen. 3-0? Geldmann, 3-0? Alter, das war so dumm. Kaum ist Dennis mal nicht da, geht es ab mit Geld um. Letztes Mal war Geldmann nicht so gut. Controller kaputt, kannst du nicht mehr spielen. Controller runtergefallen ist. Ist er? Ja, gerade eben. Genau. Thank you.
würde ich nicht testen. Wenn Arthur spielt, kommentiere ich. Aber Fox hat das sage ich dachte auch. Ich weiß nämlich nichts darüber, was da abgeht. Ich weiß halt nur immer, dass. Fox gewinnt. Mann, mach doch weg, Bro, Mann. Er wird tot. Ich muss aufhören, ich bin zu toxic. Let's fucking go, man! Was ist denn los? Was hat... Dann schick mal mal den Link in den Chat. Yeah.
Uff. Wie steht's hier, sag mal? Ich steh gerade 2-1 für den Lil. Oh, was ist denn das hier? Oh, ein Clip hab ich schon gesehen. Ein Clip hab ich schon gesehen. Oh, Likey ist da! Likey! Was geht ab? Bist du in Berlin? Was geht ab? Du lernst von mir? Das ist auch schon mal. Auch von mir. Was geht, Max? Da war jetzt im Chat. Das glaube ich bestimmt den Stream, die wird jetzt mega. Hallo. Shoutouts an Fuck Faker. Fuck Fake. FD, oh sorry! Und das war's. 3-1. Geiles Set von den beiden. Schaut aus an Geldmann. Jetzt kommt das große Finale. Paul? Paul? Wird es der nächste Rennen für Arthur, der ewige Jedo-Gewinner, oder wird der Fusi bei Arthur? Come on.
Charakter ist ein Faustkopf. Arthur rastet aus mit dem JV vor. Thank you.
Okay, potenzielle neue Namen für Arthur. Bike Tyson, Bell Murray oder Ring Kong? Bike Tyson. Bike Tyson. Bell Murray. Das ist echt geil. Welcher von den Namen findest du am besten? Bike Tyson. Ich finde Bike Tyson tatsächlich ziemlich heftig. Bike Tyson ist heftig. Wer hat das gesagt? Hat Dennis das einfach wiederholt? Oder? Nee. Man kann nicht scrollen. Ja, genau. Super, ey. Ja, Bike Tyson. Ja. Ja, ja. Heftig, Bike Tyson ist Bike komplett Tyson ist gestört, tatsächlich. Deine Attack. Das könnte sein. Ja, tschüss. Das dacht ich mir schon fast, aber das mit dem Nick ist da so ausgesetzt, das ist wieder. Also, ich hab mir einen neuen Nick ausgedacht an Deck. Ich würde sagen, Bike Tyson, das habe ich mir selber ausgedacht. Aber es ist tatsächlich ein geiler Name, Dennis. Dennis aber mit den geilen Namen. Ja, GG's. Es ist 10. Ist ja perfekt, dann kann ich dann nach Hause gehen. Und noch ein bisschen chillen. Und erstmal Netplay. Erstmal ein bisschen Netplay. Cycling Gold. GG's. Ich halte die Faust hin. Kann auch haben wir gar keine Fist beim gemacht. Achso, ja super. Tschüss, Leute. Nice, Leute. Ja, Mann. Haut einmal rein. Haut mal rein. Cruise? GG's. Wenn dann nur Silent Cruise. Lauter Cruise geht leider nicht. Flüster Cruise können wir machen. Ja. Oder Double. Double ist vielleicht. Du wirst 0-3, du wirst das gescheckt in den Winner Round 1. Was ist das? So, kann ich da nicht drauf? Doch. Oh. Geiler Clip. Ja, Leute, es war mir eine Ehre zu spielen hier in Berlin mal wieder. An diesem Donnerstag. Gewissermaßen an jedem Donnerstag. Dein 51. Win, oder? Ich glaube mein 49. 51 wäre geil. Da hätte ich ja schon mein Ziel erreicht. I have actually no clue. Kann man das sehen, ja? Kannst du hier mal ausrechnen. Also geht das natürlich auch. Zählst du die früher mit? Naja, von Anfang an, oder? Nee, das ist hier bei, ich glaube noch bei... Ach so, die sind noch... Ah, deswegen ich weiß nicht, ob reloaded. Ich weiß nicht, ob ich die mitgezählt habe. Vielleicht habe ich... Hashtag 0. 1, 2, 3, 4. Das
muss mal zählen, leider. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13. 16, 17, 18. 48. Und das war jetzt Nummer 49, genau. Oh, nächste Mal. Eins noch. Ah, shit. Ja, jetzt wird's hart umkämpft mit Niki. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Der hat auch einfach in Holland so ein 100-Mann-Turnier ohne ein Match zu droppen gewonnen. Das heißt, Berlin bleibt hart. Berlin ist schwerer als komplett Holland. Was ist mit 49 Wins? Ich habe 49 Jedos gewonnen. Echt? Holy shit. Plus noch, ich glaube eigentlich noch mal 10 andere Jedos, aber die noch nicht Jedo reloaded waren. Aber die zähle ich jetzt gerade nicht rein. Ja, das ist eine Menge Geld, das ihr donated habt. Dankeschön dafür. Da habe ich nämlich meiner Frau Windeln kaufen können. Und meinem Kind Essen. Dein Kind Sterni. Und mein Kind Sterni. Und Windeln für mich. Sorry. Hamza kommt her und scheißt sich die Leinenhosen voll, wenn der Geldjunge draußen rauchen sieht. Das Kind ist selber von der Berlin. Weil ich gesagt habe, dass Holland schwerer ist, leichter ist als Berlin. Also dieses 100-Mann-Turnier, was Niki ohne Games zu droppen gewonnen hat. Also. True. Das Kind ist quasi von Berlins Madcom gesponsert. Ja, nur noch 50.000 Weeklies. Dann könnte ich es, glaube ich, auf den Koblenz schicken. Vor allem, die ist nur immer nur 5 Euro, Alter. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch welche kalten. Es gibt auch kalte im Kühlschrank. Du kannst dafür was spenden, wenn du magst, aber gönn dir. Berlin Mele Baby. Baby wird auch richtig heftig bestimmt ins Smash. Ja, Baby. Baby Mango gegen Baby Caron. Nee, aber Baby Caron heißt nicht Baby Caron, sondern einfach nur Baby. Baby. Baby Baby. Baby. Ja, da seht ihr auch hier im Hintergrund, Geldjunge. Hamza scheißt sich ein gerade. Nobody puts baby in the car. Du musst irgendwas anderes benutzen. Ich glaube, es gibt keine richtigen Flaschen. Einen, oder? Okay, er hat einen. Also Leute, ich bin jetzt, glaube ich, langsam raus. Raus. Was ist mit Flüsterfluss? Ja, das könnt ihr ja machen. Ich glaube, ich muss nach Hause. Ich muss schlafen, ich muss arbeiten. Es dauert wieder ewig. Also Leute, ja Mann, es tut mir leid, ich weiß gar, ich kenne null Zitate. Guna, Jimmy Prenzlberg, ich hoffe, du erholst dich noch ein bisschen gut von dieser ganzen Strapaze heute. Aber vielleicht gibt es noch Crews, also bleib da, ich wollte nur ich Ciao sagen. Ciao. Ciao. Ja, gut gespielt, Hauptsinn. Das nächste Mal bin ich hoffentlich nicht zu krass. Das Matches oder so. Also die ersten drei.
Oh mein Gott, das ist so gut!
Let's go!
Two.